Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Ich habe mich heute am Freitagnachmittag, den 11. März, eingefunden, eine Lesung zu machen. Und das sollte eigentlich eine Lesung aus dem wundervollen Buch von Henry Charles Lear über die Inquisition im Mittelalter werden. Der 35. Teil wird ja wohl auch schon von vielen lange erwartet, nehme ich an, weil normalerweise wollte ich mindestens eine Lesung pro Monat veröffentlichen oder mehr. Und ich glaube, die letzten 2 Monate ist ja gar nichts mehr gekommen. Weil so unglaublich viele Dinge nicht nur dazwischen kommen, sondern auch neu kommen und andere Dinge, die die Aufmerksamkeit fragen. Und ich hatte heute ein PDF bekommen von Gerald, den ihr ja kennt, der Gerald Gebensleben, der 2 wundervolle Archive-Bibliotheken hat, unglaublich viele Bücher zusammengesucht hat über die medizinische Geschichte, um ein bisschen Licht zu bringen in diese offizielle Lehre über die Impfungen und die Medizingeschichte im Allgemeinen, wo ich ja auch schon angefangen habe, den Impfspiegel in Wort und Bild zu lesen und ein paar andere Bücher, wie zum Beispiel das Sündenregister der Medizinheilkunde und solche Dinge, die ich alle angefangen habe. Aber ja, irgendwie ist das so, man fängt viele Dinge an und bringt nichts zu Ende und das stört mich enorm. Und ich habe dann noch die wunderbare Schwester Renate, die mir das Buch Exploding the Israel Deception von Steve Wolberg aus dem Original Englischen komplett selber ins Deutsche übersetzt hat, wo ich ja auch die Lesung machen wollte, was so eine unglaublich wichtige Lesung für mich persönlich ist. Ich weiß nicht, ob das für die Menschen ist, die die Lesung folgen, aber für mich ist das eine der wichtigsten Lesungen, wenn nicht die wichtigste Lesung, die ich in meinem ganzen Leben wahrscheinlich machen werde. Und ich bin auch nicht mal dazu gekommen, ihre Übersetzung zumindest teilweise durchzulesen und zu kontrollieren, weil ich einfach ersaufe in Studien. Ich nenne das ja gar nicht mal Arbeit, ich nenne das Studien. Ja. Gerade im Englischen sind da unglaublich viele Studien auf mich zugekommen, die sehr, sehr wichtig sind und die man einfach nicht ausstellen kann, weil die eine Erkenntnis geben auf bestimmte Dinge, die man bis jetzt anders studiert hat, wo man auf einmal begreift, wie tief man selber betrogen wurde. Ich begreife das auf einmal von mir selber, wo ich immer sagte von, ja, ich checke ja alles 2- und 3-mal, aber selbst bei 3-mal checken kannst du immer noch mit einigen Sachen betrogen werden. Und deswegen muss ich einige Dinge ganz neu anfangen. Deswegen muss ich einige Dinge auch, die ich früher zwischen Anführungszeichen gelehrt habe, auch korrigieren. Ich bin auch Betrügern aufgesessen. Unter anderem, das kennt ihr ja von mir schon, dass ich gegen die 7-Tags-Adventisten oftmals wettere. Es sind nicht nur die, aber die Betrügereien, die man durch deren falsche Lehren aufgesessen ist, ist schon unglaublich schwer, wiegt das im Verständnis der Bibel. Und ich beginne jetzt mehr und mehr die Bibel wirklich zu lesen mit der Leitung des Heiligen Geistes, wie einen in die Wahrheit führt, genauso wie Jesus Christus es auch gesagt hat. Ne? Jesus Christus sagte ja, es ist nötig für mich, dass ich weggehe, weil wenn ich nicht weggehe, kann ich euch den Tröster nicht schicken und der Tröster wird euch in alle Wahrheit führen, vor allen Dingen eben durch das Wort Gottes. 2. Thessalonicher Kapitel 2, ich meine Vers 7 oder 8, wo eben drin steht, dass dann eben nach dem Wegfall der Sohn der Sünde, der Mensch des Verderbens offenbart wird, den der Herr konsumieren wird mit dem Atem seines oder mit dem Hauch seines Mundes und zerstören wird mit seiner Erscheinung. Und der Hauch seines Mundes ist eben sein Wort, das ist die Bibel. Und die zwickt den Teufel seit einigen hundert Jahren immer stärker in den Hintern, weil die Bibel den Leuten zugänglich gemacht wird und der Herr auf diese Art und Weise mehr und mehr Menschen hat und aufrichtet, die die Wahrheit sehen, erkennen, studieren und lehren und lernen. Und dazu gehöre ich auch. Das ist, Tom Fress sagt immer so wunderschön, deine Errettung ist eine Sache, die in einem Augenblick passiert, wie im Schnippen eines Fingers und du bist errettet. Du weißt es, du bist wiedergeboren, du legst dein Zeugnis ab für Jesus Christus und du bist ein anderer Mensch und diese Rechtschaffenheit, diese Zuerkennung der Rechtschaffenheit durch die Gnade Gottes, durch den Glauben, das passiert in einem Moment. Aber die Heiligwerdung, die,
das Seligmachende, das ist ein Prozess, der den ganzen Rest des Lebens andauert. Und der ist natürlich hier und da auch ein wenig steinig, dieser Weg. Und es gibt ein paar Fallstricke darin und da sollte man nicht drauf stürzen. Und einer der größten Fallstricke ist nun mal, dass man öfter auf andere Menschen hört. Ja, das letzte Mal, als ich auf einen anderen Menschen gehört hatte, da hatte der mir eine Webseite gebaut, die er dann eigenständig komplett wieder gelöscht hat. Sowas wird mir in der Zukunft nicht nochmal passieren, dass ich mich von solchen Dingen missleiten lassen werde. Das wird nicht nochmal vorkommen. Und das Problem bei dem Menschen war halt, dass wir einen Meinungsunterschied, einen Verständnisunterschied hatten in dem, was die Bibel lehrt, in bestimmten Punkten. Und dass er nicht mal bereit war, sich Zeit zu nehmen, um das gemeinsam zu studieren. Sondern dass aufgrund eines Gesprächs, was ich glaube anderthalb Stunden hatte, das ich mal hatte mit ihm, dass er daraufhin meinte von, okay, er würde sich das und das anschauen und dann wird er daraus seine Konsequenzen ziehen. Und seine Konsequenzen waren ein paar Stunden später, und ich wusste das vorher schon, was seine Konsequenzen sein würde, weil ich habe ja gehört, wie er darauf reagiert hat, dass er mir die Webseite kündigen wird. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil das ist natürlich ein Projekt gewesen, wo ich mich unzensiert habe auslassen können und Dinge haben sagen können, die ich so auf YouTube zum Beispiel nicht sagen kann. Und das führt eben auch dazu, dass im Augenblick diese Impfquisitionsserie, nicht Inquisition von Henry Charles Lear, sondern die Impfquisitionsserie ins Stocken gekommen ist, weil auf BitChute finde ich da einfach nicht die Zuschauer, die es haben sollen. Ich habe auch keine Lust hier stundenlang interessante Themen einzulesen, die dann von 200, 250 Leuten geschaut werden und man kein Feedback kriegt, weil über BitChute gibt es so gut wie keine Kommentare. Die Webseite war halt eine schöne Möglichkeit zu kommunizieren mit Menschen. Sicher, wenn wir den Blog da noch dran gemacht hätten, der ja auch im Aufbau war. Und ja, das ist jetzt halt nicht mehr. Und das ist eben die Strafe dafür, wenn man eben auf Menschen hört oder wenn man sich auf Menschen verlässt. Das wird mir halt in der Zukunft weniger passieren, hoffe ich doch zumindest. Ich meine, ich habe meine Stunde oder meine Lektion gelernt. Ja, meine Stunde der Wahrheit habe ich gelernt, ja. So, zur Einleitung sollte das jetzt genügen. Tut mir leid, dass ich hier ein bisschen abgeschweift bin. Aber der Gerald hat mir, wie gesagt, heute ein PDF geschickt und ich habe mir gesagt, also dafür lasse ich jetzt sogar die Inquisitionslesung nochmal fallen und verschiebe das nochmal ein paar Tage. Das, was mir der Gerald hier geschickt hat, ist ein so interessantes Papier, dass ich das ganz sicher heute nochmal lesen möchte. Müsst ihr mich entschuldigen, ich muss zwischendurch mal einen Schluck Wasser trinken. Sonst wird mein Mund so trocken. Und der Gerald hat mir auch, ich habe den gerade noch mal telefoniert, über Skype, hat mir noch mal kurz eben gesprochen. Er war auf der Autobahn am Fahren, aber sicher hinter einem LKW mit Sicherheitsabstand mit kleinerer Geschwindigkeit. Und wir hatten dann noch mal kurz gesprochen, da meinte er, hätte mir sogar noch zwei Pakete geschickt, wieder mit Originalbüchern, dass ich also weiter was studieren kann. Aber wie gesagt, das PDF, was ich euch jetzt zeigen werde, sind einige Aussagen, das betrifft 38 Aussagen oder Aussagen von 38 Personen. Deswegen heißt das PDF auch so, wie es heißt, nämlich 38 Zeugen sagen aus, ist der Name des PDFs. Das hat er selbst erstellt. Er hat sich die Aussagen runtergesucht vom Internet und soweit ich bis jetzt durchgeschaut habe, sind da für mich keine unbekannten Aussagen zwischen. Das heißt, die habe ich selbst schon an verschiedenen Stellen im Internet gefunden in der Vergangenheit. Da geht es um Aussagen über die römisch-katholische Kirche und da geht es um Aussagen über den Jesuitenorden, hauptsächlich den Jesuitenorden. Und deswegen lese ich das jetzt auch mal, weil ich es unglaublich wichtig finde, dass wir uns davon bewusst sind, dass, wie Gustav Mix schreibt in seinem Buch aus dem Schuldbuch der Jesuiten, dass der Jesuitenorden und die römisch-katholische Kirche heutzutage nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Es gibt keine Trennlinie mehr in der Politik, die da betrieben wird. Mit der Politik meine ich jetzt, das, was die Jesuiten sagen, das macht die römisch-katholische Kirche. Und die Jesuiten sind ja ein militärischer Orden, der sich sowohl
im Säkulären befindet, also wirtschaftlich, politisch engagiert, wirtschaftlich und politisch engagiert und auch geistig engagiert. Und die römisch-katholische Kirche natürlich eben auch eine politische Macht ist. Das hat uns ja Francis Rooney bereits gesagt in seinem Buch The Global Vatican, wo er die Aussage trifft von, dass sich niemand mit der römisch-katholischen Kirche beschäftigt oder niemand die Macht der römisch-katholischen Kirche versteht, weil es ein viel zu komplexer Punkt ist. Die meisten Leute schrecken das ab und deswegen verstehen sie es nicht, weil sie sich eben dann nicht mit tiefgehend beschäftigen wollen. Und der Jesuitenorden hat auf eine Art und Weise die römisch-katholische Kirche übernommen, dass die römisch-katholische Kirche, so wie sie vor 500, 600 Jahren bestand, eigentlich gar nicht mehr besteht, sondern sie ist im Grunde nichts weiter heutzutage als ein Sprachrohr der Jesuiten, des militärischen Ordens der römisch-katholischen Kirche, so wie er ursprünglich mal angefangen ist. Und gerade diese Aussage von Gustav Mix aus dem Schuldbuch der Jesuiten, dass also die Jesuiten die römisch-katholische Kirche vollkommen übernommen haben, habe ich gerade vor ein paar Tagen gelesen, weil ich bin in dem Buch auf Seite 186 inzwischen, ich habe es fast durch. Und genau dann schickt der Gerald mir ein PDF, das anfängt, wie ihr jetzt im Bild hier seht. Mit einem Bild von Jorge Mario Bergoglio. Und der Text darunter liest sich: Die Wahl des Kardinals Jorge Mario Bergoglio, Sociedad Jesus, zum Papst war ein höchst außergewöhnliches Ereignis. Zum ersten Mal in der Geschichte des Papsttums wurde mit Franziskus I. ein Mitglied des Jesuitenordens in das höchste Amt der römisch-katholischen Kirche gewählt. Die Reaktionen darauf variierten zwischen Jubel, Akzeptanz und Desinteresse. Dies zeigt uns, wie wenig die Öffentlichkeit mit der wahren Natur des Jesuitenordens vertraut ist. Und das, meine lieben Brüder und Schwestern, ist ja genau der Grund, weshalb ich mir die Mühe mache, diese fantastischen Bücher von Edmond Paris, Die geheime Geschichte der Jesuiten, von F. Tapper Sorcy, Herrscher des Bösen, das Buch, das ja, Bruder Victor so fantastisch ins Deutsche übersetzt hat, gelesen habe, um den Menschen den Jesuitenorden dichter beizubringen. Und jetzt durch die Aussage von Gustav Mix im Grunde deutlich zu machen, wenn ihr römisch-katholische Kirche seht, dann seht ihr die Jesuiten. Zumindest in der Zeit, in der wir heute leben. Und einige von euch haben ja vielleicht das Video gesehen, das ich auf BitChute hochgeladen habe. Mal eben zeigen hier über den Papst, den schwarzen Papst hier. Ne? Jesuitengeneral eröffnet Wahrheit über Covid-19-Agenda unverblümt. Das ist ja immerhin 2000 Mal angeschaut in der ganzen Zeit. Das ist ja auch veröffentlicht letztes Jahr im Juni, ja, im Juni 2021. In der Zeit haben so viele Leute das geschaut. Und da sieht man ja ganz deutlich, was die Absicht der Jesuiten ist in der Zeit, in der wir heute leben. Ne? Ja, wollte ich nur mal eben gezeigt haben, dass wir das sehen. Und hier schon das nächste Video der Inquisition, das rauskommt, wahrscheinlich nächste Woche, muss ich mal sehen. Eine sehr interessante Aussage. Nun, ich bin mit dieser Aussage nicht 100% einverstanden, weil hier steht, dass mit Papst Franziskus ein Mitglied des Jesuitenordens in das höchste Amt der römisch-katholischen Kirche zum ersten Mal gewählt wurde. Zum ersten Mal, da habe ich ein bisschen ein Problem mit. Naja, gut, also. Man muss es mal so sehen. Vielleicht zum ersten Mal jemand, der wirklich so und so lange bereits durch die Jesuiten ausgebildet wurde und ihre ganze Hierarchie durchlaufen hat. Ja, aber Jesuiten kontrolliert, und das ist ein Punkt, den wir eher verstehen müssen, Jesuiten kontrolliert sind die Päpste sicherlich seit 1543. Wenn wir jetzt berücksichtigen, dass der Jesuitenorden 1540 offiziell gegründet wurde durch Antichrist Papst Paul III., dann ist das innerhalb von 3 Jahren nur. Und ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen der genauen Bulle, ich habe das aber damals erwähnt in der Lesung von Griesinger, wo ihr ja, glaube ich, über 80 Videos drin habt. Da können wir da mal reingehen. Da wurden ja verschiedene Bullen angeführt. Unter anderem eben auch die Bulle, die dafür gesorgt hat, dass der schwarze Papst carte blanche, also vollständige Bewegungsfreiheit, vollständige Autoritätsfreiheit innerhalb der römischen Kirche und innerhalb seines Ordens hat.
In dieser Bulle stand bereits drin, ich komme jetzt wie gesagt nicht mehr auf den Namen, ist auch nicht so wichtig, in dieser Bulle stand bereits drin, dass der schwarze Papst, der General der Jesuiten, die Macht hat, die Konstitution, also die Verfassung des Jesuitenordens zu ändern, auch ohne dass der weiße Papst da seine Zustimmung zu geben darf. Und wenn der weiße Papst Missionare irgendwo hinschickt mit einer bestimmten Aufgabe, dann kann der schwarze Papst das überstimmen und kann sagen von nein, ihr geht da nicht hin oder ihr geht da hin, um das und das und das so und so und so zu machen. Das heißt mit anderen Worten, wenige Jahre nach der Zulassung des Jesuitenordens im Mitte des 16. Jahrhunderts waren die Jesuiten bereits so stark, dass sie die römisch-katholische Kirche kontrolliert haben. Und das ist im Laufe der nächsten Jahrhunderte nur gewachsen und gewachsen. Und so hingehend, dass Gustav Mix in seinem Buch, was er Anfang des 20. Jahrhunderts das Schuldbuch der Jesuiten ja rausgebracht hat, ich habe es jetzt hier nicht liegen, ich habe jetzt keine Lust ins Wohnzimmer zu gehen und das Buch zu holen, das ist in meinem Rucksack, dass ich im Taxi gehe, dass der Gustav Mix damals geschrieben hat, dass der Jesuitenorden die römisch-katholische Kirche dermaßen übernommen hat, dass man zwischen den beiden keinen Unterschied mehr sieht. Und man sieht das auch daran, wenn man sich nochmal daran erinnert, an den Syllabus der Fehler. Ja, wollen wir eben gucken, ob ich da nicht ein Bild von habe. Syllabus der Fehler von Papst Pius IX., ja, apostolisches Rundschreiben, Quanta Cura und Syllabus, der 80 vom Heiligen Stuhl verurteilten Irrtümer der Neuzeit. Was für Irrtümer geht es denn da? Da geht es um die Irrtümer, dass die Menschen glauben, dass eine Demokratie etwas ist, wo die römisch-katholische Kirche mitleben kann. Und genau das wird wieder in dem Buch, Schuldbuch der Jesuiten von Gustav Mix, auch widerlegt und kommt da wieder zurück. Der Syllabus der Fehler ist von 1864. Wir sind heute 2022, also knapp 160 Jahre später. Ihr glaubt doch nicht, dass sich in der Hinsicht die römisch-katholische Kirche irgendwie geändert hat in ihren Aussagen. Ihre Aussagen stehen heute noch genauso, wie sie damals gestanden haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die Jesuiten haben in der Zwischenzeit die Kirche höchstens mehr übernommen als weniger. Ja? Von daher finde ich das, wie gesagt, einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir begreifen, dass wer Jesuiten sagt, im Grunde römisch-katholische Kirche sagt. Dass wer römisch-katholische Kirche sagt, im Grunde Jesuiten sagt. Die beiden sind so miteinander verschmolzen, dass es da im Grunde schon keinen Unterschied mehr gibt. Die Reaktionen darauf variierten zwischen Jubel, Akzeptanz und Desinteresse. Ja, Jubel natürlich bei den Jesuiten selber und bei der Hierarchie der Kurie der römisch-katholischen Kirche. Da war vor allen Dingen auch Akzeptanz, weil was können wir machen? Wir müssen uns mit der Entscheidung abfinden. Und Desinteresse natürlich vor allen Dingen von den Leuten, denen du sagen kannst, der Papst ist der Teufel in Person und das interessiert sie ebenso wenig. Ja? Das zeigt uns, wie wenig die Öffentlichkeit mit der wahren Natur des Jesuitenordens vertraut ist. Und genau deswegen mache ich ja diese Lesung, um euch da mehr vertraut mitzumachen. Dass wir als Christen, als diejenigen, die Jesus Christus folgen, sage ich mal, uns unterscheiden von denjenigen, die der Welt folgen. Dass wir wissen, was auf dieser Welt losgeht. Dass wir uns nicht ständig Angst einjagen lassen durch steigende Benzinpreise, durch ausbrechende Kriege und Pandemien und Naturkatastrophen und sowas. Wir müssen da keine Angst vor haben. Wir wollen nicht zu der Öffentlichkeit zählen, die sich nicht mit der wahren Natur des Jesuitenordens vertraut macht. Wir wollen uns damit vertraut machen, um die zu verstehen. Und wenn wir verstehen, wie, so, was sie warum machen, dann können wir da auch viel besser darauf reagieren. Vor allen Dingen durch Bibelstudium, hauptsächlich natürlich. Nun, lassen wir mal weiterlesen, weil ich wollte eigentlich das ganze Papier durchkriegen in einer Stunde. Das schaffe ich wahrscheinlich sowieso nicht, aber mal sehen, wie weit wir kommen. In der öffentlichen Wahrnehmung gilt er als Missionsorden mit erstklassigen Bildungseinrichtungen, also der Jesuitenorden. Da ist ja nichts gegen zu sagen. Das stimmt auch. Solange man das Motto der Jesuiten verfolgt, Ratio Studiorum, das Lernen gegen das Lernen. Wenn man sich mit dem Lernen der weltlichen Dinge beschäftigen möchte, anstatt mit dem Lernen der geistigen Dinge aus der Bibel, dann stimmt das. Dann sind das erstklassige Bildungseinrichtungen. Der Orden hat lange Zeit einen unglaublich starken
wenn auch heimlichen Einfluss auf das Schicksal von Nationen, Institutionen und Einzelpersonen besessen. Er hat ihn auch heute noch. Ja? Bücher wie das von Griesinger, Bücher wie das von Tapassorsi, Bücher wie auch Hinter den Diktatoren, das beweist das alles, dass das damals so war. Und wir wissen, dass das heute immer noch so ist. Wir wissen, dass Offenbarung 17, Vers 2 korrekt ist, in dem geschrieben steht, die Könige der Welt haben Unzucht mit der Hure von Babylon getrieben und die Völker der Welt sind trunken geworden von dem Wein dieser Unzucht. Das ist genau das, was hier steht, nur mit anderen Worten. Ja? Viele Herrscher, Präsidenten, Wissenschaftler und sogar Menschen katholischen Glaubens, die sich der Verbrechen dieser mächtigen, weitverzweigten Organisation bewusst waren, haben uns eindringlich vor ihr, der sogenannten Gesellschaft Jesu, gewarnt. Wir sollten ihre Einschätzungen zur Kenntnis nehmen und unsere eigenen Schlüsse ziehen. Die folgenden Zitate stammen aus unterschiedlichen Quellen. Einige Personen sprechen sehr direkt und haben dabei ihr Leben riskiert. Andere berichten uns, welche satanischen Organisationen sich die Prinzipien der Jesuiten zu eigen machten. Das World Last Chance Team möchte alle Leser dazu ermutigen, das gesamte Material selbst zu studieren. Also ich habe den Gerald vorhin noch kurz gesprochen, ich habe das Papier ja nicht vollkommen durchlesen können, ich habe es ja erst heute Mittag bekommen. Und hatte ihn gefragt, wo er das denn her hat. Er sagt, ja, das PDF wird ich selbst erstellt, halt von dieser Webseite. Aber die Webseite, der vertraute er nicht so. Und da kann ich jetzt ganz deutlich sagen, ja, das ist auch richtig so, weil WLC steht für World Last Chance. Wenn ihr wollt, dann kann ich das ja mal öffnen. Die Seite kenne ich auch, bin da früher schon mal gewesen. World's Last Chance. Und die Seite ist leider vollständig futuristisch. World's Last Chance. Org oder wie heißen die oder was hier? Worldslastchance.com. Ja, das ist die Webseite. So seht ihr mal, wie Live-Video geht. Ne? Wir können das sogar mal eben ins Deutsche übersetzen hier. Das ist halt Google Translator, muss man dann immer mit einem Körnchen Salz nehmen, ne? Also wie das dann ist. Ne? Das hier ist die Seite World's Last Chance Radio und die sind halt futuristisch eingestellt. Wobei sie hier von sich selbst schreiben, eine biblisch fundierte Gemeinschaft, die sich auf prophetische Wahrheiten konzentriert, die bevorstehende Rückkehr des Erlösers offenbaren. Das Problem ist, dass sie in vielerlei Hinsicht eben futuristisch und falsch lehren und auch die Siebentags-Adventisten-Lehre von vielen geschichtlichen Falschinterpretationen hier auf dieser Seite auch übernommen wird. Also, jetzt weiß ich zumindest, wo das herkommt, weil hier steht das WLC-Team, das steht halt für World Last Chance. Also, das Team möchte alle Leser dazu ermutigen, das gesammelte Material selbst zu studieren. Wie gesagt, diese Aussagen gibt es bereits auf anderen Webseiten auch, weil ich habe viele dieser Aussagen, kenne ich im Grunde. Und wollte dazu nur mal eben sagen, dass wir also nicht nur hier jetzt diese Seite nehmen sollten, sondern dass wir durchaus mal verstehen sollten, dass diese Seite hier viele Dinge zusammengetragen hat. Aber sie ist nicht die einzige Webseite, die diese Dinge veröffentlicht. Und jetzt kommt hier unter ein Spruch, der kommt aus dem Buch der Sprüche. Das ist also Proverbs im Englischen, ne? Und der heißt auf Deutsch, wer weise ist, der höre darauf und vermehrt seine Kenntnis. Und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an. Das ist die deutsche Übersetzung. Und hier haben wir den englischen Originaltext. A wise man will hear and will increase learning. And a man of understanding shall attain to wise counsels. Nun, wenn ich das jetzt übersetzen würde, würde ich das nicht so übersetzen, wie es hier in Deutsch steht. Wer weise ist, der höret darauf und vermehrt seine Kenntnis. A wise man will hear, der weise Mann wird hören und wird das Lernen vermehren. Ja? Nicht, vermehrt seine Kenntnis, das finde ich eine nicht so gelungene Übersetzung, weil Kenntnis kommt aus dem
griechischen Wort Gnosis, wobei wir jetzt hier natürlich nicht im Sprüche im Alten Testament sind und nicht das Griechische als Grundlage haben. Aber das Wort Kenntnis wird oftmals mit antibiblischem Studium verbunden. Und ich bin da nicht so für, das Wort mit reinzunehmen. Ich würde eher dafür plädieren, dass man das so übersetzt, wie es hier steht. Ein weiser Mann wird hören und wird das Lernen vertiefen, würde ich das übersetzen. Ja, also er würde es vermehren oder er würde es vertiefen, sein Lernen vertiefen, das Lernen im Studium des Wortes Gottes. Und ein Mensch des Verständnisses, oder besser gesagt, ein Mensch, der versteht, wird shall attain unto wise counsels. Ein Mann, der verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an, steht hier, und hier steht, shall attain unto wise counsels. Das heißt, er wird sich wenden an weise Räte. Und welche besseren weisen Räte gibt es als die Bücher der Bibel, als die Propheten der Bibel? Ja? Außerdem darf man auch niemals, finde ich persönlich, einen Vers aus der Bibel rauszerren aus dem Zusammenhang. Man sollte schon das ganze Kapitel der Sprüche hier lesen, das erste Kapitel. Das ist ein sehr weises Buch, deswegen ist es auch eingeteilt in der Bibel als Buch der Weisheit. Es gibt da die Prediger, es gibt die Sprüche, es gibt die Psalme. Das sind eigentlich alles die Bücher der Weisheit aus der Bibel. Und wie gesagt, ich bin mit der Übersetzung nicht so verstanden. Ich würde es so übersetzen, wie ich gerade sagte. Ein weiser Mann wird hören und wird sein Lernen vertiefen. Und ein verständiger Mann wird auch auf weisen Rat hören. So übersetze ich das. Aber gut, gehen wir zurück zu unserem Bild des Jesuiten hier und lesen wir weiter. Ignatius von Loyola, der lebte zwischen 1491 und 1556, war damit ein Zeitgenosse von Martin Luther, der lebte zwischen 1483 und 1546. Dieser Ignatius von Loyola war der Gründer und erster Generaloberrat der Gesellschaft Jesu. Über den habe ich so viel gelesen, geschrieben und vor allen Dingen erzählt, gelesen, vorgelesen in Videos. Da müsste ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Aber jetzt schauen wir uns mal ein paar seiner Zitate an. Und übrigens, am Ende dieses PDFs, um das mal ganz kurz zu sagen, sehen wir hier die ganzen Fußnoten. Und da sehen wir hier zum Beispiel, dass diese erste Fußnote genommen wurde aus Brownlee, seiner Publikation aus der Secret Instructions of the Jesuits. Das ist die, wie heißt das noch, die geheimen Instruktionen der Jesuiten, Secreta Monita, ja, über die ich ja auch bereits gesprochen hatte, auch in der Zeit von Griesinger, in der Griesinger-Lesung, wer sich damit beschäftigen möchte. Und da kommen natürlich einige Dinge hier, ja, seht ihr hier, Secret Instructions of the Jesuits und so weiter, von Brownlee, da kommen einige Zitate draus. Es sind ein paar sehr interessante Bücher hier aufgeführt worden als Brunnen. Das ist auch das Gute bei den Zitaten, dass alle Zitate mit einem Brunnen versehen sind. Ja? Und wenn man dann hier zum Beispiel sich anguckt, Bücher wie zum Beispiel von Margaret Cusack, The Black Pope, A History of the Jesuits, wenn man sich hier Bücher anguckt, wie zum Beispiel von Ian Paisley, okay, das kenne ich jetzt nicht, das ist ja der, der damals im Europäischen Parlament den Papst als Antichristen tituliert hat, aber hier zum Beispiel Charles Chiniqui, das kennt ihr, 50 Jahre aus der Kirche von Rom, wobei die deutsche Übersetzung nichts taugt, weil sie nach dem ersten Kapitel abschweift vom Originaltext, weil sie die römisch-katholische Kirche nicht diffamieren will. Hier haben wir zum Beispiel von Burke McCarthy, Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln, ein ganz besonders anbefehlenswertes Buch. Samuel Morse, das ist der von Morse Code, Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States, ja, also eine fremde Verschwörung gegen die Freiheiten der Vereinigten Staaten von Amerika. Charles Chiniqui mit seinen 50 Jahren in der Kirche von Rom. Wir haben hier auch von Luigi Descantis, Papsttum, Puism und Jesuitismus, ein sehr interessantes Buch. Nicolini, G.B. Nicolini, History of the Jesuits, The Origin, Progress, Doctrine and Designs. Das ist auch ein Buch, das habe ich auch als PDF hier auf dem Computer. Da kann man sich alles gratis downloaden, runterladen, die Bücher. Dann haben wir hier Jeremiah J. Crowley, Romanism, A Menace to the Nation, ne? Also Romanismus, eine Gefahr für die Nation. Edmund Paris, der Vatikan gegen Europa.
Edmond Paris natürlich auch die geheime Geschichte der Jesuiten, wie ich das bereits gelesen habe, so wie ihr das kennt. Nino Lobello, das Vatikanische Imperium. Michael Bunker, Swarms of Locusts, ein Buch, mit dem ich auch, über das ich auch eben noch mit Gerald gesprochen habe, bevor ich jetzt diese Aufnahme hier mache. Ein ganz interessanter Mensch, der off-grid lebt, also wirklich außerhalb, als Selbstversorger, lass uns mal sagen, so ungefähr, auch ein Bierbrauer und was weiß ich nicht alles, und der Anfang der 2000er Jahre, hier 2002, ein Buch geschrieben hat, Schwärme von Heuschreckenschwärme. Der jesuitische Anfall oder der jesuitische Angriff gegen den Glauben. Ein Buch, das ich auch mir runtergeladen habe, das ich, glaube ich, als gedruckte Version im Augenblick ein wenig zu teuer finde, aber ein sehr, sehr interessantes Buch, das auch öfter zitiert wird. Was der Mensch nun genau mit der römisch-katholischen Kirche und allem zu tun hat, hat sich mir noch nicht erschlossen. Ich habe versucht, ihn ein wenig nachzuforschen. Es ist sehr schwierig, Informationen über ihn zu bekommen. Aber da bin ich noch nicht hintergekommen, aber sein Buch ist anscheinend schon sehr interessant. Also das eben, bevor wir jetzt überhaupt irgendwo hier in die weiteren Zitate reingehen, die ich jetzt hier vorlesen werde. Es ist alles dokumentiert. Ja? Also es ist nicht irgendwie, dass der Jörg oder der Gerald oder irgendeiner sich das jetzt irgendwie ausgedacht hätte. Also Ignatius von Loyola. Zitat. Es würde auch nicht wenig zu unserem Nutzen beitragen, wenn wir mit aller Vorsicht und Geheimhaltung die Feindseligkeiten zwischen Fürsten und sonstigen Herrschern entfachen und diese so sehr schüren, dass sie einander gegenseitig schwächen. Sollte es dann doch den Anschein haben, dass eine Versöhnung unvermeidbar ist, lasst uns schnellstens als Vermittler auftreten, damit uns niemand zuvorkommt und uns behindert. Diesen Satz kann ich jetzt so in der Praxis zupassen und kann euch das erklären, wie es im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Dazu müsstet ihr nur die Mühe euch machen, das Buch von Francis Rooney, The Global Vatican, zu lesen, das es nur zumindest im Augenblick in Englisch gibt. Der globale Vatikan von Francis Rooney, das war der Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika am Heiligen Stuhl zwischen 2005 und 2008. Und er beschreibt in seinem Buch sehr gut das Informationssystem, das ist, ja, Information ist ja fast schon das falsche Wort, das Geheimdienstwesen des Vatikan, wo selbst während des Zweiten Weltkriegs die ganzen verfeindeten Staaten miteinander ihre Soldaten sich haben kämpfen lassen und sterben lassen und die Vertreter dieser Länder im Vatikan abends ein Bierchen zusammen getrunken haben oder ein Glas Wein und sich da ausgetauscht haben und eben die Weltpolitik entschieden haben. Und natürlich das alles unter der Ägide der Jesuiten damit bei. Sollte es dann doch den Anschein haben, dass eine Versöhnung unvermeidbar ist, lasst uns schnellstens als Vermittler auftreten. Die Jesuiten treten als Friedensmittler auf. Ja? Erst stiften sie Krieg und dann leiten sie den Frieden in die Richtung, die sie schon immer geplant hatten. Man kennt das ja auch als Hegelsche Dialektik, Thesis, Antithesis und die Synthesis. Die Jesuiten setzen eine These in den Raum, stellen dann die Antithese dagegen, lassen es dann knallen und was bei der Verschmelzung zwischen These und Antithese herauskommt, nennen sie die Synthese und das ist genau das, was sie schon vorher bestimmt haben, was dabei rauskommen soll. Wer glaubt, dass solche Kriege wie der von der Ukraine heute so mal eben ausbrechen, weil der Putin da einfach Lust drauf hat, der hat in der Politik, der hat in der römisch-katholischen Kirche, der hat von den Jesuiten und der hat vor allen Dingen von der Bibel überhaupt nichts verstanden. Und solchen Leuten sollte man versuchen, den Kopf mal zurechtzurücken. Dafür diese Lesung. Ignatius von Loyola sagt es dann schon selbst. Es würde nicht wenig zu unserem Nutzen beitragen. Das heißt, es trägt viel zu unserem Nutzen bei, wenn wir mit aller Vorsicht und Geheimhaltung die Feindseligkeiten zwischen Fürsten und sonstigen Herrschern entfachen. Das steht hier. Es nützt uns, wenn wir die Herrscher gegeneinander aufhetzen und dann diese Feindseligkeiten so sehr schüren, dass sie sich gegeneinander gegenseitig schwächen.
Was ist denn das heute? Guckt euch doch mal den Krieg in der Ukraine an. Und wir sind ja jetzt gerade mal 14 Tage in diesem Konflikt drin. Was passiert denn da? Russland wird geschwächt mit den ganzen ökonomischen, also wirtschaftlichen Sanktionen weltweit. Und wir werden geschwächt, weil bei uns unter anderem alles teurer wird, weil die Dinge verknappen und weil die Leute Angst haben und weil die Börsen verrückt spielen und so weiter und so weiter. Beide Seiten verlieren. Die einzigen, die gewinnen, das sind diejenigen, die oben an der Macht sitzen. Ja, das sind eben diejenigen, die in Offenbarung 17, Vers 2 ganz klar beschrieben wurden. Die Könige der Erde, die Unzucht treiben mit der Hure von Babylon. Da haben wir es doch wieder. Weil wenn ich natürlich jeden Satz hier oder jeden Ausspruch so analysiere, dann dauert das hier wahrscheinlich 30 Stunden, bis ich durch diese 34 Seiten durch bin. Aber der Punkt ist doch, man muss das doch so verstehen, wie es hier steht. Der Ignatius von Loyola sagt das ja in seiner Verfassung. Das kommt aus der Verfassung der Jesuiten. Hier ist ein verkehrtes Buch abgebildet. Hier ist das Buch abgebildet der geistigen Übungen, Exercitia Spiritualia. Aber dieses Zitat kommt, wie wir ja gelesen haben, aus der Verfassung der Jesuiten. Brownlee, Secret Instructions of the Jesuits. Das ist nicht das Buch der geistigen Übung. Das ist die Secreta Monita. Da kommt das her, von dem Brownlee. Ja? Also ein wenig irreführend, dann hier das Bild der geistigen Übungen damit reinzumachen, was auch ein sehr wichtiges Buch ist, da nehme ich nichts von weg, aber da kommt dieses Zitat hier nicht raus und die nächsten Zitate auch nicht. Es wird also zu unserem Nutzen beitragen, und zwar viel, wenn wir mit aller Vorsicht und Geheimhaltung, das heißt, das steht nicht in der Bild-Zeitung, das steht nicht im Spiegel, das kommt nicht in den Nachrichten auf das erste Tagesschau oder das zweite Heute oder das dritte RTL aktuell oder was auch ich, wie die Dinge alle heißen, die Feindseligkeiten zwischen Fürsten und sonstigen Herrschern zu entfachen, also erstmal überhaupt dafür zu sorgen, dass es einen Konflikt gibt und dann diese Konflikte so schüren, so viel Öl auf das Feuer gießen, dass diese Herrscher sich gegenseitig schwächen. Ich meine, Fürsten und sonstige Herrscher von der Zeit, er spricht hier aus dem 16. Jahrhundert, da gab es noch keine Demokratien, Ministerpräsidenten, Bundeskanzler und solche ganzen Sachen und Präsidenten von irgendwelchen Republiken. Das gab es damals noch nicht. Das war ja alles erst am Anfang. Das heißt, wir müssen das natürlich von dem, was er damals sagt, auf heute übertragen. Damals haben die aber mit Prinzen, Baronen, Gräfen, Königen und Kaisern nichts anderes gemacht. Die Jesuiten haben sich dort installiert, hauptsächlich als Beichtväter. Ich komme immer wieder auf dieses berühmte Beispiel zurück von König Ludwig XIV. Hatten wir ja letztens auch, glaube ich, mit Michael besprochen, in den Verschwörungen und seinem Beichtvater de la Chaise. Wo der de la Chaise, der jesuitische Beichtvater, den König XIV., seine Beichte abgenommen hat und der König ihm eine Sünde gebeichtet hat, so schwer, dass der Beichtvater sagte, ich kann dir diese Sünde nicht vergeben, außer du machst das und das. Und das war das Zurückziehen des Ediktes von Nantes. Das sind Beispiele in der Geschichte, wo wir nicht dran vorbeigehen können, die passiert sind und die uns ganz deutlich beweisen, dass das hier keine leeren Worte sind, dass das hier keine leeren Zitate sind, sondern dass das die Absichten, dass das die Werke, die Art und Weise zu arbeiten der Jesuiten ist, und zwar von Anfang an. Das steht in ihrer Verfassung. Sollte es dann doch den Anschein haben, dass eine Versöhnung unvermeidbar ist, das heißt, stell dir mal vor, das läuft dann auf, dass sie sagen, wir machen einen Waffenstillstand. Da müssen wir schnellstens als Vermittler auftreten. Das Resultat, die Synthese ist, die die Jesuiten bereits vorher aufgestellt haben. Antithese, These, Antithese, Synthese. Die Synthese. Das ist das Resultat, was die Jesuiten erreichen wollen. Genau das sagt der Ignatius von Loyola hier. In einer zweiten Aussage sagt er, schlussendlich gewinnt an jedem Ort die Herrschaft über Fürsten, Adlige und Magistrate mit solch großer Kunstfertigkeit,
dass diese bereit sind, auf Abruf zu unserer Verfügung zu stehen und dem kleinsten Wink zu gehorchen, wenn wir sagen, dass es um unsere Interessen und unseren Vorteil geht, selbst wenn sie ihre innigsten Beziehungen und liebsten Freunde dafür opfern müssten. Mit anderen Worten, sie bekommen nur ihre Macht und sie bekommen nur ihren Vorteil, wenn sie das tun, was die Jesuiten ihnen sagen. Sie müssten ihre liebsten Freunde dafür opfern. Es gibt Fälle genug, wo man sogar seine eigenen Verwandten dafür opfern muss. Ehefrau, Kinder, andere Verwandte. Gibt es Beispiele genug für. Will ich jetzt auch gar nicht tiefer darauf eingehen. Aber für den Machterhalt tun die Menschen vieles, weil sie glauben, dass Erlösung nur in der römisch-katholischen Kirche zu bekommen ist. Die Kirche, die durch die Jesuiten an sie herangetragen wird. Das heißt, diese Leute sind diesem Aberglauben so verfallen, dass sie alles dafür tun, um selber in den Himmel zu kommen. Was sie nicht kommen, wenn sie römischen Katholizismus folgen, das ist dann wieder eine Sache, die sie nicht wissen. Aber sie tun das, weil sie meinen, wenn ich den Jesuiten zum Vorteil gereiche, wenn ich den Jesuiten zum Vorteil handle, dann handle ich für meinen eigenen Vorteil. Und wenn die Jesuiten dieses und jenes Opfer für mich fragen, dann muss ich das bringen, weil im Endeffekt das Ziel alle Mittel heiligt. Eines der wichtigsten Mottos der Jesuiten. The end justifies the means. Das Ziel rechtfertigt alle Mittel. Selbst wenn man dafür Beziehungen, Freunde oder Familie opfern muss. Benutzt angemessene Methoden, um mit den Abneigungen vertraut zu werden, die zwischen Führungspersönlichkeiten auftreten, damit wir bei ihrer Versöhnung die Hand im Spiel haben. Dadurch werden wir auch mit ihren Freunden Bekanntschaft schließen und in ihre geheimsten Angelegenheiten Einblick erhalten, so dass wir uns der einen oder anderen Seite anschließen können, so wie es zur Wahrung unserer Interessen nötig sein sollte. Alles zur Wahrung unserer Interessen. Und da die Gesellschaft Jesu ja arbeitet für Jesus Christus, arbeitet für Gott, wie sie sagen, das ist nicht, was es ist, aber das ist, was sie sagen, daher ihr Motto ad majorem Dei gloriam. Alles zur größeren Ehre Gottes. Nur wie Michael immer so schön sagt, auf den Namen Gott steht ja kein Copyright. Wir wissen ja nicht, welchen Gott sie meinen. Wenn eine Amtsperson stirbt, dann sollen sie dafür sorgen, dass ein Freund unserer Gesellschaft im Sterbezimmer anwesend ist. Doch dies muss mit solcher Heimlichkeit eingerichtet werden, dass nicht der leiseste Verdacht entstehen kann, dass wir uns der Autorität des Fürsten bemächtigen wollen. Wir sollten jede eigene Urteilsfähigkeit beiseite lassen und bereit sein, dieses Prinzip zu akzeptieren. Ich werde glauben, dass das Weiß, was ich sehe, schwarz ist, wenn die Hierarchie der Kirche es als schwarz definiert. Perende ac cadaver ist genau das Resultat hiervon. Cadaver gehorsam. Jede eigene Urteilsfähigkeit beiseite lassen. Kein eigenes Gewissen haben. Ich werde glauben, dass das Weiß, obwohl ich es sehe, dass es weiß ist. Ich werde glauben, dass es schwarz ist, wenn die Hierarchie der Kirche mir das als schwarz definiert. Ich werde die Lüge als Wahrheit proklamieren, wenn die Hierarchie der Kirche mir sagt, dass die Lüge die Wahrheit ist.
Alle Fürsten und sonstige Personen von Rang und Namen müssen mit allen Mitteln dazu gebracht werden. Alle Mittel. The end justifies the means. Ja, der Zweck heiligt die Mittel. Dass sie auf uns hören und sich dabei in Sicherheit wiegen. Durch dieses Vorgehen werden sie alle zu unseren Kreaturen gemacht. Und niemand wird es sagen, unserer Gesellschaft auch nur den geringsten Widerstand entgegenzusetzen. Letztlich muss unsere Gesellschaft, also der Orden der Jesuiten, erreichen, dass jeder Fürst uns entweder gnädig ist oder anderweitig in unserer Gewalt ist, sodass jeder, der uns nicht liebt, uns zumindest fürchtet. Die nächste Aussage kommt von Paolo Scarpi, der lebte zwischen 1552 und 1623, ein venedischer Gelehrter, Wissenschaftler und Kirchenreformer. Zitat: Sie sind eine öffentliche Plage, die Plage der ganzen Welt. Wer von einem der Jesuitenkollege zurückkehrt, ist seinem Vater gegenüber nicht mehr gehorsam. Wer von einem Jesuitenkollege zurückkehrt, ist seiner Heimat nicht mehr verbunden. Und wer von einem Jesuitenkollege zurückkehrt, ist seinem Herrscher nicht mehr loyal. Er hört nicht mehr auf seinen Vater, sondern er hört auf den General der Jesuiten, auf seinen Vorgesetzten im Orden. Er ist seiner Heimat nicht mehr verbunden, er ist nur Rom verbunden, der sogenannten ewigen Stadt, die die Welt zu beherrschen meint und tut. Deswegen hat der Teufel ihm Macht und Autorität und seinen Sitz gegeben. Und er ist seinem Herrscher nicht mehr loyal, sondern er kennt nur noch einen Herrscher, nämlich den Papst. Und wenn ich als Herrscher den Papst von Rom akzeptiere, der der biblische, prophetische und historische Antichrist ist, dann bin ich also nicht mehr meinem Regierungschef loyal gegenüber. Und dann bin ich auch nicht mehr dem Volk gegenüber loyal, das mich mal gewählt hat, um das jetzt mal in die heutige Zeit zu übersetzen. Ich bin also nicht dem Herrscher meines Landes loyal gegenüber, sondern ich bin einem Herrscher eines anderen Landes loyal gegenüber, weil der Papst ist der König des Vatikan. Mit anderen Worten, der ist ein Fremdherrscher. Und dieser Fremdherrscher hat natürlich in seiner Fremde ganz andere Interessen. Und wenn ich also aus diesem Jesuitenkollege zurückkomme, dann vertrete ich eben auch die Interessen des Papstes. Genau das sagt er hier. Wer von einem Jesuitenkollege zurückkehrt, ist seinem Vater gegenüber nicht mehr gehorsam, seiner Heimat nicht mehr verbunden und seinem Herrscher nicht mehr loyal. Abgesehen davon, dass man nicht irgendeinem weltlichen Herrscher loyal sein sollte, sondern der Bibel nach bitte Jesus Christus nachfolgen sollte. Ein weiteres Zitat von demselben Paulus Sarpi. Unter ihrer Schirmherrschaft, also der Jesuiten, gedeihen alle Arten von Lastern. Meineid, Frevel, Vatermord, Muttermord, Inzest, Raub, Hochverrat, Betrug, Königsmord. Nichts davon ist so schrecklich, dass sie es nicht unter dem Mantel ihres Dispenses verbergen und als lobenswerte Tat gutheißen können, wenn es ihnen nützt. The end justifies the means. Die Mittel heiligen. Der Zweck heiligt die Mittel. Mutio Vitelleschi. 1562 bis 1645 war der sechste General der Jesuiten. Er sagt, wenn ein Herrscher einen Jesuiten um Rat fragt, muss dieser Jesuit zuerst seinem oberen Bericht erstatten. Dieser wiederum wird einigen anderen Jesuiten den Sachverhalt zur Diskussion vorlegen. Ist eine entsprechende Lösung gefunden, wird diese an den betreffenden Jesuiten weitergeleitet, der von dem Herrscher konsultiert worden ist. Also, so funktioniert das. Wenn ein Herrscher einen Jesuiten um Rat fragt, muss dieser Jesuit zuerst seinem oberen Bericht erstatten. Das heißt, er entscheidet selber gar nicht, sondern gibt es an seinen Obersten weiter. Nun,
Dieser Oberste gibt es auch wieder weiter an seinen Obersten, sodass schlussendlich derjenige, der die Entscheidung trifft, der General der Jesuiten ist. Und das ist genau das, was damals John F. Kennedy zusammengefasst hat unter einer monolithischen Verschwörung. Monolithisch, einzeln, eine Person, einzelartig, aber eine Verschwörung von der Wortbildung her mindestens zwei. Und dieser ganze Orden sind ja mehr als zwei, sondern eine ganze Menge Menschen. Aber diese ganzen Menschen handeln im Grunde wie einer. Und wenn ein Herrscher einen Jesuiten um Rat fragt, muss dieser Jesuit zuerst seinen oberen Bericht erstatten. Dieser wiederum wird einigen anderen Jesuiten den Sachverhalt zur Diskussion vorlegen. Das heißt, zum Beispiel dem Rat der obersten Jesuiten, der unter dem General steht. Ich komme jetzt nicht auf den Namen davon. Ist eine entsprechende Lösung gefunden, also wird da gesagt, das und das muss getan werden, dann wird das Resultat an den betreffenden Jesuiten weitergeleitet, der von dem Herrscher konsultiert worden ist. Und der gibt dann dem Herrscher einen Rat, der aber dann in Einklang ist mit der römisch-katholischen Kirche, mit der Hierarchie der Jesuiten, bis zum General selber hoch. Antoine Arnauld, ein Priester, der lebte zwischen 1612 und 1694, sagt: Willst du Unruhe stiften? Willst du Revolutionen provozieren? Willst du dein Land vollkommen ruinieren? Lade die Jesuiten ein. Errichte großartige Anwesen für diese religiösen Hitzköpfe. Ertrage es, wenn ihre dreisten Priester in ihrem diktatorischen und dogmatischen Tonfall über Staatsangelegenheiten bestimmen. Ein gutes Beispiel dafür ist Belgien hier. Und ich habe vorhin gerade ein kleines Beispiel gelesen aus dem 80-jährigen Krieg. Etwas, was viele vielleicht gar nicht kennen. Achso, habe ich jetzt hier gar nicht. Nee, habe ich nicht mehr auf die Seite vom 80-jährigen Krieg. Kommt weiter unten in diesem Dokument. Wir werden ja sowieso noch ein paar Stunden damit verbringen an diesem Tempo. Wir sind ja fast bei einer Stunde angekommen. Willst du Unruhe stiften, Revolutionen provozieren, dein Land vollkommen ruinieren, lad die Jesuiten ein. Und die Geschichte von Belgien und den Niederlanden wird da im 80-jährigen Krieg ganz gut beschrieben, der übrigens dann auch gegen die Zeit des 30-jährigen Krieges zum gemeinschaftlichen Ende kam und mit dem Westfälischen Frieden 1555 beendet wurde. Und damals wurde also das, was wir heute als Belgien kennen, von den nördlichen Niederlanden abgetrennt, weil die nördlichen Niederlande eben protestantisch und die südlichen Niederlande eben katholisch waren, unter Einfluss der Spanier. Das auch heute noch sind, unter dem Einfluss der Habsburger, ne, also des römischen Kaisers. Ja, so ist es auch heute noch. Irgendwann werde ich vielleicht mal ein eigenes Video über Belgien machen. Aber das ist halt ein sehr, sehr gutes Beispiel. Willst du Unruhe stiften? Willst du Revolutionen provozieren? Willst du dein Land vollkommen ruinieren? Dann lade die Jesuiten ein. Errichte großartige Anwesen für diese religiösen Hitzköpfe. Ertrage es, wenn ihre dreisten Priester in ihrem diktatorischen, dogmatischen Tonfall über Staatsangelegenheiten bestimmen. Wenn ihre dreisten Priester über Staatsangelegenheiten bestimmen. Was haben denn Priester und Staatsangelegenheiten gemein? Ja, normalerweise gar nichts, weil wir eine Trennung von Staat und Kirche haben. Aber hier, in diesem Falle, schon, weil Staat und Kirche in der römisch-katholischen Hierarchie zusammengehören, untrennbar miteinander verbunden sind. Siehe die vatikanische Flagge mit dem goldenen, der über dem silbernen Schlüssel liegt und mit einem Blutband miteinander verbunden ist. Ja? Ihre Priester bestimmen nicht nur den Glauben der Menschen, Caius Regio, Eius Religio, sondern sie bestimmen eben auch die Staatsangelegenheiten, das heißt die politischen Werdegänge eines Landes. Nun zum Abschluss Michelangelo Tamburini. Das ist ein Zitat, das sehr, sehr bekannt ist. Dieser Michelangelo Tamburini lebte von 1648 bis 1730. Er war Generaloberer der 14. der Gesellschaft Jesu und er sagte aus, was heute noch die gleiche Gültigkeit hat, was die Gültigkeit hatte bis zum ersten General der Jesuiten,
Ignatius von Loyola zurück bis zum heutigen General der Jesuiten, Arturo Sosa, oder auch vielleicht der geheime, wahre General der Jesuiten, Mario Bergoglio, auch bekannt als Papst Franziskus. Dieser Michelangelo Tamburini hat eine Aussage getroffen, damals im 17. Jahrhundert, die heute noch hundertprozentige Gültigkeit hat. Also hört bitte gut zu. Sehen Sie, mein Herr, von diesem Zimmer aus reicht mein regierender Arm nicht nur bis Paris, sondern bis nach China. Und nicht nur bis China, sondern bis in den kleinsten Winkel der Erde, ohne dass irgendjemand weiß, wie ich das tue. Und das, meine lieben Brüder und Schwestern, finde ich ein wunderbares Zitat, um diese wohl erste von mehreren Lesungen über die 38 Zeugen des Papiers, das ich von Gerald geschickt bekommen habe, abzuschließen. Ich hoffe, dass wir uns nicht allzu ferner Zukunft wieder treffen, um den zweiten Teil hiervon zu besprechen. Und ich lese gerne inzwischen in euren Kommentaren, was ihr davon denkt und werde dann, je nachdem, was die Kommentare sagen, diese Lesung fortsetzen oder eben vielleicht auch nicht. Es gibt vielleicht nicht viele neue Dinge, es gibt vielleicht viele Dinge, die hier und da Wiederholung sind, aber da die Lüge so oft wiederholt wird, muss man die Wahrheit ja auch mal wiederholen. Auch mit solchen Zitaten. Und gerade, dass diese Zitate so wunderbare Quellen haben, die man nachvollziehen kann, die man nachforschen kann, machen diese Zitate sehr wertvoll. Und wenn man dann in der Lage ist, das, was vor 200, 300, 400 Jahren gesagt wurde, in die Gegenwart zu übertragen, weil man eben weiß, dass, wie in der Bibel geschrieben steht, es nichts Neues unter der Sonne gibt. Das, was war, ist das, was werden wird. Und das, was werden wird, das hat es schon gegeben. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, steht auch in meinem Buch der Prediger. Wenn man das verstanden hat und wenn man dann den Grips hat, die Dinge, die hier gesagt werden in diesen Aussagen, zu übertragen auf das heutige Leben, dann sieht man die Welt so, wie sie wirklich ist. Und da geht es drum. Wir wollen die Welt sehen, wie sie wirklich ist. Wir wollen die Welt regiert sehen, wie sie wirklich regiert wird. Nicht, was uns in den Massenmedien, die ich ja vorhin schon alle aufgezählt habe, Bild-Zeitung, Spiegel, Tagesschau, Heute-Sendung, RTL Aktuell, Internet und so weiter, was uns da vorgelogen wird, sondern wir wollen wissen, wie es wirklich ist. Und wenn wir wissen wollen, wie es wirklich ist, dann müssen wir hinter die Kulissen schauen. Und dafür ist diese und andere Lesung bestimmt. Und wenn ihr wollt, dass das fortgesetzt wird, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und ansonsten mache ich eben andere Dinge. Ich habe ja, wie ich bereits angekündigt habe, mehr als genug zu tun. Aber es freut mich, dass ich, obwohl ich das Papier jetzt gar nicht vorher durchgelesen habe, doch eine, finde ich persönlich, interessante Sendung die letzte Stunde habe machen können. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bitte bis zum nächsten Mal lest eure Bibel. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht.